Sie wissen ja, wir von Qualität des Mehrwerts setzen uns ja für Qualität in Werkstätten ein. Welchen Stellenwert hat das für Sie und warum? Sehr großen Stellenwert natürlich. Mhm. Also ich setze auch auf Qualität. Mhm. Wir bauen also nicht irgendwelche Billigartikel ein, sondern wirklich nur Markenware. Mhm. Auch wenn der Kunde reinkommt, möchte Artikel mitgebracht, Teile mitgebracht, werden wir nicht einbauen, ganz klar. Die wird abgelehnt. Auch selbst dann, wenn es noch ein Markenartikel ist, bauen wir es trotzdem nicht ein. Okay. Aber es reicht nicht die natürlich, die, wo man nicht zuordnen kann, wo die herkommen. Mhm. Für mich ist einfach wichtig, dass wir uns über die Qualität natürlich auch absetzen von den Mitbewerbern. Mhm. Dass wir sagen, wir sind zwar einen Tacken teurer, natürlich, von dem an kann es vielleicht etwas günstiger machen, aber er hat eine andere Qualität, die er verbaut. Und das will ich meinen Kunden nicht zumuten. Okay, aber das bedeutet natürlich auch, dass man mit den Kunden intensiver ins Gespräch kommt, denen auch erklärt, so dies sind die Vorteile, die ich dir damit bieten natürlich. Kann. Wird das auch von den Kunden so wahrgenommen? Ja doch, viele legen schon Wert darauf und die wollen das nicht. Dafür wird ja in den Medien auch genug mit beworben, dass es halt diese schlechtere Qualität gibt. Mhm. Und das ist bei vielen schon, das merkt man auch in den Gesprächen, vielen schon auch viel ist es wert, dass wir Qualität einbauen. Okay.